In diesem Lernfilm möchte ich dir zeigen, wie du mit sogenannten Loops in GarageBand eine ganze Orchesteraufnahme zusammenstellen kannst. Ich habe diese Übung mal mit Kindergärtnern gemacht. Und zwar hörten wir zusammen zuerst eine Geschichte von einem Mäuseorchester und anschließend bildeten wir selber so ein Mäuseorchester, indem wir Ton um Ton aufeinander schichteten über verschiedene sogenannte Spuren. Wir legen ein neues Projekt an, indem wir auf das Plus tippen, oben links, und aus dieser Instrumentenpalette wählen wir das Mikrofon, also für eine einfache Audioaufnahme. Das ist jetzt schon bereit, du siehst den Ausschlag. Wir müssen noch etwas einstellen, und zwar beim Schraubenschlüsselsymbol schalten wir das Metronom aus, das uns den Takt angibt. Das würde die Aufnahme stören, speziell dann, wenn man eben die Lautsprecher eingeschaltet lässt. Bei der Arbeit mit dem Kopfhörer kann das sehr praktisch sein. Ja, und jetzt sind wir bereit. Zunächst einmal machen wir Zischlaute. Die Mäuse erinnern sich also daran, dass sie leise sein müssen im Konzertsaal. Wenn ich die Rekord-Taste drücke, dann wird eingezählt und nachher geht's los. Psst, 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 psst. Ich denke, das reicht schon. Ich habe auf Stopp gedrückt und hier könnte ich jetzt noch nachträglich einen Effekt wählen. Das sparen wir uns im Moment und ich tippe auf das Spursymbol hier oben. Und du siehst diese Aufnahme. Das ist jetzt noch ein bisschen ungünstig, weil wir ein bisschen verzögert angefangen haben. Kein Problem, ich tippe auf die Spur, die da aufgenommen wurde und ich verschiebe den Anfang dorthin, wo das Zischen beginnt, verschiebe die ganze Aufnahme nach drüben und verschiebe jetzt auch den Schluss, dass beim zweiten Takt dann fertig ist. So, jetzt haben wir damit zwei Takte gefüllt. Um jetzt das endlos zu repetieren, bilden wir daraus einen sogenannten Loop. Ich tippe darauf nochmals und dieses Menü geht auf und hier tippe ich auf Loop und es wird automatisch endlos wiederholt. Vielleicht bin ich jetzt nicht ganz im Takt, ich bin leider nicht sehr musikalisch. Hören wir uns das mal an. Psst, psst. Ja, es ist, der zweite ist immer leicht verzögert. Nun, das soll uns nicht weiter stören. Wir machen einfach weiter. Jetzt, bevor wir die nächste Aufnahme anfügen, muss ich diese Spur stumm schalten. Sonst gibt es Interferenzen, sonst werden die bestehenden Töne eben dann überlagert und das tönt sehr unschön. Indem ich da diese Schublade etwas öffne, diesen Schieber aufziehe, kann ich auf das Stummschalten-Symbol tippen, hier auf diesen Lautsprecher und jetzt hört man diese Spur nicht mehr. Als nächstes nehmen wir ein Klatschen auf. Ich gehe wieder ganz zurück an den Anfang und wähle unten links das Plus für eine neue Spur. Wiederum wähle ich als Instrument das Mikrofon und bin bereit für die Aufnahme. Ja, natürlich würde da eine ganze Klasse mitmachen. Ich bin jetzt halt alleine, aber du siehst, ich klicke wieder auf das Spursymbol und habe nun diese Klatschkurve vor mir. Du siehst die Ausschläge für diese Doppelschläge. Auch hier wieder, um etwas präziser zu arbeiten, zoome ich das Ganze. Das hat keinen Einfluss auf den Ton. Mit gespreizten Fingern gehe ich etwas näher ran und so gleich mit dem ersten Klatschen beginnen. Vielleicht etwas so. Und wiederum schiebe ich den Schluss
gerade so weit, dass eben auf den zweiten Takt fertig ist. Ich könnte das jetzt auch noch anders machen, indem ich zum Beispiel nur einen Takt auswähle und da könnte ich wahrscheinlich noch etwas präziser arbeiten. Nun machen wir es mal so und wiederum mit einem Tipp darauf habe ich all diese Optionen. Wenn es mir abverheilt ist, könnte ich es auch löschen oder mit Loop wird das endlos wiederholt. Um jetzt beide miteinander zu hören, muss ich hier oben wieder das Lautsprechersymbol aktivieren, dass man die Spur wieder hören kann. Wir machen es jetzt so, dass zunächst einmal nur das Zischen beginnt und anschließend mit dem Klatschen. Hierzu muss ich wieder etwas zurückzoomen und den Beginn 2 Takte zurückziehen und jetzt kann ich die ganze Spur verschieben. Wie gesagt, ich kann nachträglich diese Spur beliebig kürzen und an einen anderen Ort verschieben. Kürzen, indem du sie anfasst, am Ende zum Beispiel, und verschieben, indem du die Spur in der Mitte anfasst. Hören wir es nochmals an. So. Dasselbe machen wir jetzt noch für Stampfgeräusche. Das jetzt im Schnelldurchlauf. Wiederum werden beide stumm geschaltet, damit man nichts hört. Wir machen eine neue Spur und beginnen gleich mit der Aufnahme. Hier nun wählen wir einen Effekt, nämlich Large Room. Da gibt es dann einen gewissen Hall. Und gehen wieder zurück zur Spurübersicht. Du siehst, wir haben da nicht ganz am Anfang begonnen, das ist überhaupt kein Problem. Wir ziehen es einfach so weit, bis wir wieder am Anfang sind. Ich spreize das ein wenig und verschiebe da den Anfang. Ja, es ist eigentlich recht im Takt. Vielleicht etwa so. Auch das Stampfen verschieben wir ein bisschen nach hinten und wiederholen es beliebig mit einem Loop. Jetzt tönt das so. Selbstverständlich kann man das Klopfen, das Stampfen auch wieder einmal unterbrechen. Und an dieser Stelle soll jetzt noch eine Stimme reinkommen. Zum Beispiel wollen wir den Ruf nach Käse. Die Mäuse möchten Käse. Wiederum mache ich alle drei vorherigen Spuren stumm und füge eine neue Spur hinzu. Add a Recorder. Und jetzt klicke ich gleich auf Record. Mir wand Käs, mir wand Käs. Ja, und das soll jetzt eine Fistelstimme sein, Chipmunk. Und wieder gehen wir in die Spurübersicht und kürzen das erneut. Hören wir mal nur das, die anderen sind ja stumm. Mir wann Käs. Okay, auch daraus können wir einen Loop machen. Der wird aber nur zweimal wiederholt. Ich ziehe den Schluss wieder zurück. Du siehst, hier nach 8 Takten ist es fertig. Kein Problem, wir können über dieses Plus-Symbol auch beliebig mehr Takte hinzufügen, beziehungsweise die Spur automatisch immer noch verlängern lassen. Die selbe Aufnahme, dieser Ruf nach Käse, der soll jetzt wiederholt werden und diesmal mit einer wesentlich tieferen Stimme. Auch hier kein Problem, wir machen eine neue Spur, Audio Recorder,
Aber anstatt jetzt etwas Neues aufzunehmen, klicken wir gleich wieder auf das Spursymbol, haben hier jetzt eine neue leere Spur und können die obere mit einem Tipp kopieren und hier unten mit einem erneuten Tipp einfügen. Und du siehst, da oben hat sich das angepasst. Diese beiden kürzen wir. Was mir jetzt noch nicht gelungen ist, ist diese Spur nachträglich vom Effekt her zu ändern. Hierfür klicke ich wiederum auf das Mikrofonsymbol und kann jetzt zum Beispiel den Monstereffekt wählen. Wieder zurück zu den Spuren. Und jetzt tönt das so. Ja, und da könnte man jetzt beliebig diese Effekte wiederholen, zum Beispiel das Klatschen wieder aufnehmen, indem ich das kopiere. Ja, du siehst, ich habe jetzt ziemlich gearbeitet. Ich habe hier wie eine Lücke in der Mitte und anschließend nach dieser tiefen Stimme kommen hier oben wieder diese Rhythmusspuren zum Zug und das Ganze wird dann wieder immer stärker ausgeblendet, bis zum Schluss nur noch das Zischen bleibt. Hören wir uns das Ganze nochmals an, indem wir ganz an den Anfang switchen. Klatschen setzt ein, jetzt das Stampfen. Jetzt die tiefe Stimme. Und jetzt kommen wieder die einzelnen Rhythmussektionen. Ja, du siehst, es hat unglaubliche Möglichkeiten. Es braucht etwas Zeit und etwas Übung, vor allem im Management all dieser Spuren. Man muss ein bisschen aufpassen, wann man was leise und wieder laut stellt, aber im Prinzip ist es eigentlich ziemlich intuitiv. Ja, und jetzt wünsche ich dir natürlich viel Spaß beim Komponieren mit eigenen Mäuseorchestern.